frage ich mich. Denn vor einer Weile hat mal Hungrybox irgendwie so einen Stream gemacht, wo er 100 Liegestütze machen wollte wegen irgendwas. Als ob. Einfach gleich so eine Liegestütze-Challenge machen. Also 20, 20, naja. Jedenfalls Hungrybox hat dann ist ganz schön ins Schnaufen gekommen. Ich muss sagen, das hat, wenn ich das mit meinen Liegestützen verglichen habe, so schon ein bisschen mein Ego angestachelt. Damals fand ich Liegestütze nicht die schlimmsten Sachen. Ich will mal nicht angeben oder so, aber damals habe ich für 100 Liegestütze schon in so drei Durchgängen hingekriegt. Und ich meine, Hungrybox hat da irgendwie, weiß ich, mindestens vielleicht 7 gebraucht. Bei Frauen ist das ja nochmal was ganz anderes. Okay, Mele wird gespielt. Ja, wir sollen mal Dennis ranholen hier. Das ist, Ja, der ist verbrochen. Ja, also bis Dennis wiederkommt, können wir leider, glaube ich, nicht so viel versprechen. Okay, für die nicht so versiert werden, wie soll ich erklären? Also, große Schwäche von, also in diesem Matchup oder überhaupt von Captain Falcon ist, dass er hart gecombot wird. Ja. Entschuldigung, ich bin nicht so gut in Commentary spielbasiert. Ja, wenn du das fragst, kann ich das gerne erklären. Also Falcon, kann man schon mal sagen, große Stärke ist Geschwindigkeit und so relativ starke Moves hat er. Aber dafür hat er eine ziemlich schlechte Recovery, da sieht man es, er ist einmal offstage gekommen und Fox rennt ran, hängt sich an die Edge und bist tot, kannst nicht viel machen. Auch sehr vorhersehbar, wenn du deinen Up-B-Move benutzen musst. Ist ziemlich einfach zu covern. Fox hingegen ist ziemlich in allem broken, kann seine Recovery, hat zwei verschiedene Recovery-Moves und kann einen davon in ziemlich jede Richtung machen. Ergo, ja, man muss ganz schön arbeiten gegen Fox. Dafür wird Fox allerdings auch ziemlich hart gecombot. Also das ist jetzt praktisch Captain Falcons, also Kunatis, das ist der linke, ne, falls du ihn nicht kennst. Ziel, möglichst die Kombos auf Fox zu kriegen. Und da hat er auch schon das erste Match geholt. Ich habe jetzt versucht, erstmal die Charaktere zu erklären und gar nicht aufs Match selbst geachtet, sorry. Ja, Puff kommt halt nicht gut gegen Fox an. Fox-Leute können einfach nicht gegen Puff spielen. Ja, das ist Konsti. Der hat gerade eben hier am Commentary gesessen. Jetzt bist du überrascht, hast du bei der Stimme was anderes erwartet. Ja, wie steht's hier? 1-0, genau. Hast du schon gehabt? Oder ist das Redemption von vor 2 Wochen? Ja, vor 2 Wochen, das war aber auch heftig. Da hat irgendwie Konsti so nicht so gute Mentalität gehabt, habe ich den Eindruck gehabt. Das ist eh so ein Ding bei ihm in letzter Zeit. Weil er halt nicht so, er grindet halt nicht so viel und dann, wenn er halt so flappt, dann fühlt er sich halt richtig scheiße dabei, was ich auch verstehe. Also letztes Mal ein großes Problem hatte ich gemerkt, dass Konsti irgendwie selbst, wenn er vorne lag, wenn er von irgendwas getroffen wurde, sich viel darüber geärgert hat und dann praktisch den Gegner aufholen lassen hat. Also wenn, hoffentlich ist das was, das war diesmal nicht so in die Fallgrube fällt. Wollen wir vielleicht Plätze tauschen? Nee, das passt für mich. Ich muss ja
spielen. Absolut auswendig. Was sagst du zu deinem Match von ihm? Game 5 war sick. Oh, er hat einen Stun nie getroffen. Game 5, ja. Also das Game 5 ein paar Sachen rausgehauen. Das erste Match war richtig krass, fand ich. Das dritte war ein bisschen scheiße, wo ich halt so komplett gewichst wurde. Aber die anderen, also alle Matches außer das erste und das letzte, die anderen. Nee, das letzte war auch ganz geil eigentlich. Wobei, nee, das letzte war nicht so gut. Also das Yoshis Match und das letzte waren nicht so gut. Davis King of Family Breaking. Was? Davis King of Family Breaking. Nein, halt dein Maul, Heide. Ich meine, es war halt voll das geile Set, außer das eine, wo er mich so gefickt hat und das eine, wo ich ihn so gefickt habe. Ansonsten die anderen drei Matches waren übertrieben krass. Und er spielt jetzt halt viel geduldiger als sonst, was halt so gut ist. Weil ich wusste eh immer, dass er krass ist, so, aber er war halt immer zu ungeduldig und rennt dann so scheiße ran. Das macht er jetzt halt nicht mehr. Jetzt wird er scary. Er hat Marius 3-0, Dicker. Ich weiß nicht, was los ist hier. Vor Hitze? Ja, bevor wir gespielt haben. Sonst hätte ich ja gegen Marius spielen müssen. Au. Oh. Ja, kein Sprung. Oh, doch, okay. Ja, ärgerlich. Oh. War lieb gemeint. Na dann, Heide. Okay, ist hier noch ein Comeback drin für Maxi? Kann er es noch machen? Ich meine, es ist halt eine Aerial, die ihn auf Stage bringt. Okay. Oh, klasse. Ja, war da. Illusion ist das, wo er sich ganz schnell zur Seite bewegt. Die Upbeat von Puff bringt einen tatsächlich kein Stück hoch, die ist nur mit dem Sprung, bringt die einen halt hoch, so hoch wie ein Sprung da eben auch. Die cancelt den Jump auch, ne? Ne, die cancelt den Jump nicht. Doch, oder? Ne, ich glaube, wenn man jumpt und dann die Upbeat drückt, dann gerät man trotzdem weiter noch nach oben. Man kann ja hoch singen sozusagen mit dem Sprung. Achso, darum geht's halt. Ja. Also die cancelt den Jump nicht, wenn du an der Ledge hängst und dann Jump machst, dann jumpst du noch hoch beim Upbeat. Ja. Ich dachte, wir reden noch über Fox Rugby. So, what? Wie war er immer noch Invincible? Sick, Alter. Maxi Essenstock SD und jetzt richtig gut dabei, Alter. Hat den eiskalt gezogen, aber er muss halt zweimal auf Konzis Counterpick gewinnen, was wahrscheinlich Stadium ist, wenn er hier verliert. Stadium auch nicht so schlecht für Fox, aber ne? Ist das hier einfach deutsche SVJ gegen Lucky Dicker? Passiert jede Woche. Deutsche SVJ gegen Hex. Das ist deutsche Niki. Deutsche Niki. Deutsche Eis. Oh. Ich habe auch am Wochenende wieder gesehen, Alter, SVJ ist wirklich so unmenschlich schnell. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, wie schnell der moved, Alter. Sowas gibt's gar nicht. Klasse. Ballack. Ah, schön. Power Shield, Bear of Shield. Shoutout an Rudi Völler. Ja, Mann, Shoutout an Rudi Der beste Berliner Fox. Oh, meinst du? Leider ist heute nicht dabei. Meinst du, wir haben nicht noch Niki im Rennen? Ja. Top 2 Berlin Ice Climbers Spieler Niki. Oho, ich dachte, er geht für den Scheinsberg, aber hätte er nicht getroffen. Deswegen Top 2 Berliner Ice Climbers Spieler Nikis Popo und Nikis Nana. Nikis Nana, Digga. Okay, letzter Stock im Winner Bracket für Maxi potenziell hier. Das sieht erstmal nicht so gut aus, aber er hat vorhin schon einen aus dem Nichts gezogen, auf so Zero-to-Death-Basis. Und vielleicht macht er es wieder. Oh, und er ist ein bisschen zu weit gerannt. Als Sticker, Abisa. Und da ist der Scheinspike und da haben wir es. Stell dir mal vor, wir machen das mit dem Circuit. Und dann aber jetzt, wenn du das gerade gesehen hast, das geht wirklich bei 1% und Fox kriegt einfach gratis einen Stock dafür. Das ist ziemlich... Und das ist es. Ja. Und dann stehe ich schon mal auf. Und da trifft's. Und da kommt Konst diesen Mal und stoppt mir.